Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen und auch die Lust haben, und an so einem Pressbriefing teilzunehmen, das wir überschrieben haben mit: Wo stehen wir bei der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre? Aktualisierung der globalen Bestandsaufnahme. Ganz wichtig, der Hinweis: Alles, was wir hier besprechen, läuft noch unter Sperrfrist. Das heißt, Sie dürfen noch nicht darüber berichten, sondern erst morgen, Dienstag, der 4. Juni. Und anders als in unserer Einladung steht, nicht 17 Uhr, sondern 18:30 Uhr läuft die Sperrfrist ab. 18:30 Uhr. Wir schicken das per E-Mail hinterher auch nochmal rum, sodass da keine Missverständnisse entstehen. Aber bitte denken Sie an dieses Embargo und halten Sie das unbedingt ein. Im Januar des vergangenen Jahres kam die allererste Version dieses CDR-Reports raus. Und der wurde damals angekündigt als eine Art Sachstandsbericht zum Thema CDR. Und keine anderthalb Jahre später jetzt schon liegt Version 2 vor. Ich bin sehr gespannt, was denn in so kurzer Zeit vielleicht schon alles in Bewegung gekommen ist. Im Grunde hätte ich die Moderation vom vergangenen Jahr auch übernehmen können, denn da stand auch drin, die Treibhausgasemissionen steigen immer weiter und das vergangene Jahr hat mal wieder ein Emissionsmaximum gezeigt. Aber, und da war ich doch sehr überrascht, hat eine Analyse des Blogs Carbon Brief vor wenigen Tagen gezeigt, vielleicht hat China 2023 schon seinen Emissionspeak überschritten. Das sind ja gute Nachrichten. Trotzdem gehen die Emissionsminderungen nicht schnell genug, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens verlässlich einhalten zu können. Und genau an der Stelle kommt die Entnahme von Kohlendioxid ins Spiel. Wir hatten es auch schon mehrfach. Keines der Szenarien des jüngsten IPCC-Berichts kommt ohne CDR aus, wenn in diesen Szenarien das 2-Grad-Ziel eingehalten wird. Immer wieder interessant finde ich dabei, dass es scheinbar noch keine Einigkeit gibt, welche Emissionen als unvermeidbar gelten und deswegen auf jeden Fall über CDR kompensiert werden müssen. Denn wir sagen ja immer, wir können bestimmte Bereiche dekarbonisieren, aber es wird Emissionen geben, bei denen wird das nicht gelingen. Ich freue mich sehr, dass ich in sehr illustrer Runde hier heute sitzen darf. Wir haben eine Expertin und zwei Experten, die auch beide Autoren des Reports sind, gewinnen können für dieses Pressbriefings. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihr Interesse. Und wie immer, es gibt kein Drehbuch, es soll um Ihre Fragen gehen. Deswegen nutzen Sie das aus, schreiben Sie Ihre Fragen unten in das Fragen- und Antwort-Tool und wir werden uns dann gemeinsam darum kümmern. Ich stelle Ihnen jetzt die Teilnehmenden kurz vor und dann wird Herr Geben eine kurze Präsentation halten, in der Ihnen die zentralen Erkenntnisse des neuen Reports bringt. Und Sie können zuhören, müssen nicht mitschreiben, denn diese Folien werden Sie hinterher von uns per E-Mail erhalten. Ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Tag, Daniela Trän. Sie ist Leiterin des Departments Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Darüber hinaus Leiterin des Lehrstuhls Bioenergiesysteme an der Uni Leipzig und Co-Vorsitzende des Deutschen Bioökonomierates. Schön, dass Sie da sind. Jan-Christoph Minks ist Leiter der Forschungsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung im MCC, dem Mercator Research Institutes on Global Commons and Climate Change in Berlin. Er ist einer der Autoren des Berichts. Und die Runde komplett mache ich mit Oliver Geden, Leiter des Forschungsclusters Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP und auch einer der Autoren des Berichts. Mein Name ist Silvio Wenzel, ich bin Redakteur für Klima- und Umweltthemen beim Science Media Center. Und Herr Gehn, bevor ich die Bühne für Sie räume und freigebe, nochmal der Hinweis: Alles, was jetzt kommt, unter Embargo bis zum 4.6. um 18:30 Uhr. Herr Gehn, ich bin gespannt. Ja, guten Morgen, herzlichen Dank für die Einführung, Herr Wenzel. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Falls das nicht klappt, sollten Sie sich melden, aber es sieht so aus, als klappe das. Ich sehe Sie. Also, State of Carbon Dioxide Removal, zweite Ausgabe 2024. Die erste ist aus dem Januar 2023 gewesen. Und nochmal kurz zur Erinnerung, aber das überspringen wir gleich. Herr Wenzel hat es schon gesagt. Alle Szenarien, die zu 1,5 oder 2 Grad führen, haben Carbon Dioxide Removal, CO2-Entnahme. Schlichtweg deshalb, weil man netto null CO2-Emissionen erreichen muss, um den Temperaturanstieg zu stoppen. Und netto null verweist auf diese schwer vermeidbaren Restemissionen, von denen Herr Wenzel schon gesprochen hat. Wenn man netto null Treibhausgasemissionen erreicht, das deutsche Ziel und auch ein globales Ziel für die zweite Hälfte des Jahrhunderts im Paris-Abkommen, kommt es auch zu einem Absenken der Temperatur nach allem, was wir heute wissen. Und das werden wir wohl auch brauchen,
um 1,5 Grad erreichen zu können, in der Definition vor 2100, weil wir doch mit hoher Wahrscheinlichkeit in den 2030er Jahren über die 1,5 Grad hinausgehen werden. Was Sie hier sehen, sind so aus dem IPCC übernommen C1, C2, C3 Emissionsszenarien. C1 ist 1,5 mit wenig Overshoot, C2 hoher, C3 Overshoot für 1,5, C3 unter 2 Grad mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und Sie sehen, die gehen alle unter Null, was die CO2-Emissionen angeht. Aber die Aufmerksamkeit möchte ich auf die unteren Teil lenken. Das sind sozusagen zwei Varianten von Carbon Dioxide Removal, von CO2-Entnahme. Und in einer Trennung, die wir mit diesem Report eigentlich mit der ersten Ausgabe etabliert haben, Conventional CDR. Ich muss mich entschuldigen, dass diese Folien sind alles Originalfolien, deshalb sind sie in Englisch, aber ich denke, das wird sich erschließen. Konventionelles CDR, im Wesentlichen Aufforstung und Wiederaufforstung. Das machen wir schon, ungefähr 2 Milliarden Tonnen, 2 Gigatonnen. Das wird weiter leicht ansteigen, gemäß der Klimaschutzszenarien, die im IPCC ausgewertet wurden und auch bei uns im Report. Aber nur bis zur Mitte des Jahrhunderts, weil es dann auch immer schwieriger wird, sowohl was den Landbedarf solcher Methoden angeht, aber unter sich einem erwärmenden Klima wird es auch immer schwieriger, CO2-Entnahme durch Aufforstung, Wiederaufforstung sozusagen sicher zu halten. Denken Sie an Extremwetterereignisse, Waldbrände, Stürme oder auch Phänomene wie Borkenkäfer. Also das flacht dann ab und sinkt auch wieder. Und rechts neuartige CDR-Methoden, Novel CDR, das kann Direct Air Capture mit Storage sein, Bioenergie mit Carbon Storage, Pflanzenkohle, beschleunigte Verwitterung, eine ganze Bandbreite von Methoden, die übernehmen dann gewissermaßen. Und aus dem oberen Panel ergibt sich, dass natürlich Emissionsminderungen bis 2050 im Vordergrund stehen, aber natürlich dann, wenn es um das Absenken der Temperatur gehen würde, um 1,5 Grad zu erreichen, im Wesentlichen Klimaschutz dann in der zweiten Jahrhunderthälfte aus Carbon Dioxide Removal, aus CDR bestehen würde. Es ist keine reine Zukunftsstory. Wir haben wie im letzten Jahr, und das war eigentlich sozusagen die Grundidee bei State of Carbon Dioxide Removal, schon im letzten Jahr auch erhoben, wie viel CO2-Entnahme machen wir eigentlich schon. Das ist recht komplex, vor allen Dingen wegen der forstwirtschaftlichen Entnahmen. Wir kommen auf eine leicht höhere Zahl als beim letzten Mal, 2,2 Gigatonnen. Beim letzten Mal waren es zwischen 2,0 und 2,1. Aber nur der kleinste Teil, 0,1%, kommt aus sogenannten neuartigen Methoden. Bioenergie mit Carbon Capture and Storage wird in den USA schon gemacht, beschleunigte Verwitterung, Pflanzenkohle, Direct Air Capture mit Carbon Capture and Storage ist hier noch gar nicht drin, obwohl wir das oft in den Medien sehen mit neuen Anlagen, zuletzt in Island. Das wird sich sicherlich dann auch in zukünftigen Ausgaben widerspiegeln. Aber im Moment ist die CO2-Entnahmestory im Wesentlichen eine, die sich sozusagen in der Forstwirtschaft abspielt. Wenn wir das, was wir bislang machen, vergleichen mit dem, wo wir hin müssen, gemäß dieser Klimaschutzszenarien, die im IPCC ausgewertet werden, aber auch in unserem Report, und unser Report geht darüber hinaus, und wenn man das in verschiedene Varianten aufteilt und nicht einfach nur sozusagen Durchschnittswerte nimmt aus Hunderten von Szenarien, wie wir das hier machen. Wir haben einfach sagen drei sogenannte Marker-Szenarien genommen, manche, die höhere konventionelle CDR-Werte haben, manche, die eher auf Novel Methods setzen, manche, die diese neuartigen Methoden sogar ganz ausschließen. Immer ist sozusagen der goldgelbe Balken weitaus größer, das, was in den Szenarien angenommen wird, als der hellgraue Balken. Das, was auf der linken Seite im Moment die Staaten versprechen im Rahmen ihrer National Determined Contributions, etwas, was jetzt diese Woche in Bonn diskutiert wird,
bei den Zwischenverhandlungen der UNFCCC und rechts für 2050 die sogenannten Long-Term Strategies. Und wie wir alle wissen, halten Staaten ihre Pledges auch nicht unbedingt ein. Aber im Moment wird nicht mal das versprochen, was eigentlich notwendig wäre, um das zu erreichen, was für 1,5 Grad notwendig wäre. Und wenn wir uns anschauen, wie sich dieses Feld entwickelt, dann sehen wir eine zunehmende Diversität in vielen Bereichen, zum Beispiel der Frage von Research Grants oder auch Demonstrationsanlagen, auch in den Szenarios bei Investments in Startups, bei High-Value-Patents. Aber ganz rechts sehen Sie, dominiert immer noch das Dunkelgrau bei dem, was wir machen. Das haben Sie schon gesehen, Aufforstung, Wiederaufforstung. Aber auch das, was Staaten versprechen für 2030, welche Art von Carbon Dioxide Removal sie machen wollen, im Wesentlichen alles Aufforstung und Wiederaufforstung. Und da brauchen wir sicherlich eine größere Diversität. Und damit komme ich zu den Kernaussagen, werde ich jetzt nicht alle im Detail durchgehen. Wie gesagt, Sie bekommen die Folien. Um 1,5 oder 2 Grad zu erreichen, müssen wir natürlich zuallererst Emissionen reduzieren, aber parallel auch CO2-Einnahmen zügig hoch skalieren, von derzeit 2,2 auf 7 bis 9 Gigatonnen bis 2050. Dafür brauchen wir eine Innovationsdynamik, die wir zum Teil auch schon sehen. Herr Minks kann da auch nochmal drauf eingehen, aber wir brauchen eben auch ein breites Portfolio von Methoden. Das wird sich zwischen Ländern unterscheiden, aber hat auch eine robustere Strategie, wenn man nicht alleine auf ein oder zwei Methoden setzt. Im Moment kommt die Nachfrage für neuartige CO2-Einnahmemethoden im Wesentlichen aus dem freiwilligen CO2-Markt. Das Hochskalieren kann aber nur gelingen, wenn es voll in Klimapolitik integriert wird. Wie in Deutschland zum Beispiel wird es jetzt Unterziele geben, sozusagen für nicht forstwirtschaftliche Methoden. Unter dem Klimaschutzgesetz ab 2035 wird die Bundesregierung dort jetzt Unterziele setzen. Das ist in der letzten KSG-Novelle drin gewesen, ein bisschen untergegangen. Wir brauchen, und das haben wir noch nicht, robuste Mechanismen zur Berichterstattung und Überprüfung dieser Entnahmen, weil es zum Teil kompliziert und komplex ist, nachzuweisen, wie viel CO2 wurde aus der Z Atmosphäre entnommen und bleibt es da auch. Und die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien ist essentiell. Da werden wir sicherlich noch drüber sprechen, vor allen Dingen bei den Methoden, die viel Energie verbrauchen, wie Direct Air Capture, aber auch bei solchen, die Biomasse einsetzen. Und nochmal zusammengefasst, es existiert nach wie vor eine große Lücke zwischen dem Niveau in globalen Klimaschutzszenarien und nationalen Plänen. Das ist das, was wir den CDR Gap nennen. Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. Genau, jetzt ist es gut. Bevor ich zur weiteren Vorstellung, zu meiner ersten Frage an Frau Tren und Herrn Minks komme, nochmal die Einladung an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben wahrscheinlich so aufmerksam zugehört und sind gar nicht so schüchtern mit Ihren Fragen, aber es ist bisher nur eine Frage eingegangen. Bitte fühlen Sie sich frei, in das Fragen- und Antwort-Tool Ihre Fragen einzutragen. Wir freuen uns, wenn wir die dann mit den ExpertInnen besprechen können. Frau Tren, wie der Zufall es will, ist gerade in der vergangenen Woche ein Assessment erschienen von 28 Forschenden und Sie waren eine davon. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde in diesem Assessment wurden sich 14 verschiedene CDR-Methoden für Deutschland angeschaut und geguckt, welches Potenzial sie haben, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz leisten können, welche technischen Hürden sie noch zu bewältigen haben. Das fand ich ganz interessant im Vorfeld dieses Berichtes, das hier zu sehen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz mal mitnehmen, was Sie da konkret für Deutschland ermitteln konnten. Ja, ganz herzlichen Dank. Die Bewertung, die wir durchgeführt haben, basierte zunächst auf der Fragestellung, was geht denn eigentlich in Deutschland von den Voraussetzungen her und welche Beiträge könnte man liefern? Da gibt es auch schon andere Studien zu. Das zeigt sich ungefähr von den aktuell gut 700 Millionen Tonnen CO2, die noch emittiert werden, werden um die 10% durch CDR
lösbar. Und diese 10% kommen zum einen aus naturbasierten Lösungen, aber eben auch, Deutschland ist ja von der Größe her begrenzt von den technischen Lösungen wie Direct Air Capture Carbon Storage und Bioenergie mit Carbon Storage. Und diese Vorhaben haben, diese Möglichkeiten haben unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Das heißt, wahrscheinlich muss man sie wirklich zusammen realisieren, um einen soliden Beitrag zu bringen. Naturbasierte Lösungen haben weniger Risiken rund um, sag ich mal, Umweltaspekte, sind aber dafür nicht so permanent. Und bei der Technik fehlt uns im Moment in Deutschland noch die ganze Frage, wenn wir CO2 abscheiden über direkt aus der Luft oder in Bioenergieanlagen, wie wir die eigentlich dann transportieren und speichern wollen. Also das ist Schritt, der gelöst werden. Und wenn es dann Richtung direkte Air Capture geht, geht es auch vor allen Dingen nochmal ganz viel um Energie. Das sind so ein bisschen, also erneuerbare Energie, sonst ergibt es nicht so einen Sinn. Das sind ein paar ausgewählte Ergebnisse. Wir haben uns außerdem angeguckt, wo sind so die Hürden hinsichtlich der Institutionalisierung. Da passiert auch im Moment sehr viel, aber aktuell ist es eben noch nicht klar, wie das Ganze rechtlich gesichert wird und wie man auch das Monitoring macht. Also auch für Deutschland, denke ich, hat man sehr ähnlich ja, Muster wie das, was in dem globalen Report steht. Vielen Dank, Frau Tränen. Herr Mings, ich erinnere mich, dass Sie im vergangenen Jahr bei der Vorstellung der ersten Version des State of CDR gesagt haben, das, was wir bis 2030, also binnen weniger Jahre, auf die Straße bringen, entscheidet, was wir bis 2050 skalieren können. Da kommen mir die beiden Fragen, wie war denn die Resonanz auf Version 1 und was hat sich denn seitdem getan? Also in Bezug auf was hat sich getan? Etwas, aber nicht genug. Also es hat sich was bewegt, aber die große Offensive ist ausgeblieben. Und ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen so ganz konkret. Es wurde ja schon gesagt von Oliver Geden, es gibt eine neue Anlage, die Mammutanlage von Climeworks. Das ist die neue größte Anlage. Die schaltet ungefähr 36.000 oder die kann 36.000 Tonnen dann pro Jahr abschalten. Wir sehen weiter ein dynamisches Wachstum in der Pflanzenkohlenindustrie zum Beispiel. Wir haben die großen Direct Air Capture Hubs in den USA. Das sind massive Milliardeninvestments in wirklich Direct Air Capture Anlagen, die mindestens 1 Million Tonnen CO2 der Atmosphäre entnehmen sollen. Wir haben auch das auf internationaler Ebene das Mission Innovation Launchpad. Auf europäischer Ebene haben wir jetzt ganz wichtig das Carbon Removal Certification Framework, dass wir uns also mit dem Thema MRV auseinandersetzen, weil natürlich ein gutes Monitoring, Reporting und Verification ist fundamental zur Aufskalierung, weil das muss ja klappen und wir müssen das Ganze muss überprüfbar sein. In Deutschland hat der Oliver Geden auch schon gesagt, wir haben jetzt Entnahmeziele im KSG drin. Und auch im Rahmen des Weltklimarats setzt sich jetzt die Task Group for Inventories, also das sind die, die quasi die Emissionszählweisen, die Methoden dafür entwickeln. Die werden sich jetzt auch einem breiteren Portfolio von CO2-Entnahmen Methoden widmen, weil man im Moment gar keine Zählweisen für einige der neuartigen CO2-Entnahmemethoden habt. Also es bewegt sich was, aber die Zahlen haben ja auch gezeigt, wir stehen immer noch ganz am Anfang. Es ist immer noch 0,1% sind neuartige CO2-Entnahmeverfahren und man hat ja auch gesehen, wir brauchen die, wenn wir aufskalieren wollen und es ist noch ein langer Weg. Dankeschön. Eine Frage in die Runde. Ich weiß nicht, wer diese annehmen möchte vielleicht. Sie hatten es gerade auch gesagt, Herr Mings, es werden Kraftwerke gebaut in den USA, glaube ich, 4 Stück, ne, oder konstruiert, ausprobiert, die bis zu 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft entfernen können. Wir haben ja, glaube ich, gerade 36,7 oder 36,8 Millionen Gigatonnen CO2-Emissionen im vergangenen Jahr gehabt, also Milliarden Tonnen, nochmal eine Zehnerpotenz obendrauf. Und dann, und da wollte ich jetzt eigentlich hin, die Diskussion ist ja immer, was sind denn tatsächlich die unvermeidbaren Emissionen, die wir auf jeden Fall am Ende kompensieren müssen? Und ich habe jüngst eine Studie gelesen, die sagte, naja, etwa 18% der aktuellen Emissionen sind unvermeidbar. Und wenn ich jetzt gucke, 18% von
knapp 40 Gigatonnen. Da kommen wir mit den CDR-Geschichten 1 Million Tonnen pro Jahr nicht so richtig weit, ne? Also wie kann man diese Lücke schließen einfach? Ich kann das vielleicht beantworten. Zunächst mal kommen in Deutschland, das wird in jedem Land unterschiedlich sein, ein großer Teil sind tatsächlich nicht CO2-Emissionen, also Methan und Lachgas, aus der Landwirtschaft. Und dann wäre die Referenz auch gar nicht diese 40 Millionen Tonnen, die sind nur CO2, sondern alle Treibhausgase zusammen weltweit sind ja sogar 55 oder 56 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente. Und das wird unterschiedlich sein in Deutschland. Im Koalitionsvertrag steht 5% von 1990. Da ist man ungefähr bei 62 Millionen Tonnen. Das ist sozusagen dann ambitionierter als das, was viele Staaten im Moment in ihren Langfristplänen annehmen. Es gibt dafür keine wissenschaftliche Formel. Das ist das Problem, was sozusagen hard to abate, schwer vermeidbar ist. Und ohnehin müssen wir, habe ich ja gezeigt in der Folie, global dann irgendwann auch darüber hinausgehen. Also wenn wir nach wie vor über 1,5 Grad sprechen wollen, müssen wir sogar netto negativ werden. Es gibt, das steht auch im Klimaschutzgesetz als Vision, das steht im europäischen Klimaschutzgesetz als Vision. Und mit Dänemark gibt es ein europäisches Land, das das auch schon quantifiziert hat, nämlich minus 110% bis 2050. Das heißt, wir werden sozusagen lernen müssen, während wir es tun, wie wir die Residualemissionen, die Restemissionen möglichst weit runterkriegen, weil es natürlich komplett unwirtschaftlich wäre, sehr hohe Level von Restemissionen zu haben und dann auch noch mit den Entnahmen darüber hinausgehen zu wollen. Aber die Dimensionen sind gigantisch. Also selbst wenn wir in Deutschland 5% für Netto Null in 2045 schaffen wollen, es wären 62 Millionen Tonnen jedes Jahr. Und das ist ganz schön viel Holz, auch wenn es nur 5% sind. Herr Minks, Sie hatten sich gemeldet. Ja, und nur noch mal, um das ganz klar zu machen, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Konfusionen geführt wird, wenn die Gesamtemission heute als Referenzwert genommen wird. Ne? Also machen wir ganz deutlich im Bericht. Die Priorität ist nicht nur das Aufskalieren von CO2-Entnahmen, aber eben auch der kurzfristige, der Klimaschutz, um die Emissionen nachhaltig zu senken. Also wir müssen runter. Das ist ja auch Ihre Frage zu den Residualemissionen und zwar sehr, sehr tief und sehr, sehr schnell. Sonst wird das alles nicht reichen. Und so, um das ins Verhältnis zu setzen, in den nachhaltigen Szenarien, die wir identifizieren, die quasi 1,5 Grad am Jahrhundertende erreichen, da haben wir eine Aufskalierung von so um das Niveau von 6 bis 9 Milliarden Tonnen. Also das heißt, wir müssen 3 bis 4 Mal so viel, wir müssen 3 bis 4 Mal aufskalieren bis 2050 gegenüber dem, was wir heute haben. Frau Tränen, Ihre Gedanken. Ich wollte es nur kurz ergänzen. Ich glaube, wenn man diese großen Zahlen sieht, wir sind so ein bisschen da aus meiner Sicht, wo wir bei den erneuerbaren Energien vor 30 Jahren waren. Ja, wir stehen vor einer sehr großen Zahl und wir müssen uns heute überlegen, wie man gerade die neuen technischen Lösungen schrittweise sozusagen auf die Straße bekommt. Und das bedeutet, dass man Demonstratoren braucht. USA macht sehr große Demonstrationen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Wir brauchen eine CO2-Infrastruktur. Wir müssen die CO2-Lager explorieren. Das sind alles wichtige Voraussetzungen, damit man überhaupt zu diesen Mengen kommen kann. Vielen Dank. Ich fand das ganz spannend, während Sie alle drei jetzt gesprochen haben, dass ich immer überlegt habe, mit welcher Frage der Journalistinnen kann ich denn hier gut andocken tatsächlich. Und es hat sich immer wieder geändert, weil Sie so viele interessante Punkte angesprochen haben. Und dann steige ich jetzt auch ein mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen und Sie da draußen bitte gerne noch weitere Fragen auch stellen. Frau Tränen sagte gerade, sprach kurz auch die Finanzierung an und da dockt die Frage eines Kollegen an, der sagt, welche Rolle spielt denn die Forschungsförderung und wo steht die in der Europäischen Union? Eine Forschungsförderung. Ich komme vielleicht nochmal auf diese technischen Lösungen wie Direct Air Capture und BECCS. Die ist entscheidend, weil man braucht effiziente CO2-Abscheidungen und bis hin zur Frage der dauerhaften Speicherung. Das sind Bereiche, die jetzt angegangen werden. Aus meiner Sicht sind es Bereiche, es gibt in Deutschland jetzt das CDA MARE und CDA Terra.
die Konsortien von Seiten des Forschungsministeriums sind aber Bereiche, wo durchaus mehr Demonstratoren und so weiter nötig wären. Was die naturbasierten Lösungen angeht, würde ich eigentlich gerne an die Kollegen weitergeben. Herr Gehlen, Ihr Mikrofon ist nicht mehr rot. Ja, also in Deutschland haben wir das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Da muss man allerdings, was auch eine Forschungskomponente hat, da muss man allerdings darauf verweisen, dass, wenn es zum Beispiel um die Renaturierung der Wiederverwässerung von Mooren geht, es eigentlich eher darum geht, weitere Emissionen zu vermeiden, die man auch unter schwer vermeidbar klassifizieren kann. Die sind in Deutschland sehr hoch. Auf EU-Ebene gibt es sozusagen den Innovationsfonds unter dem Emissionshandelssystem. Da wird im Moment eine große Demonstrationsanlage im Bereich Carbon Dioxide Removal gefördert, Bioenergie mit CCS in Stockholm, die auch sozusagen zwar noch nicht produzieren, aber erste Mengen sozusagen schon verkauft haben für die Zukunft, vor allen Dingen an Microsoft. Es gibt in allen europäischen Ländern, zumindest in den nordwesteuropäischen, solche Programme wie in Deutschland, CDR Mare, CDR Terra, die erforschen mit einem breiteren Ansatz, wie soll sich das jeweilige Land in diesem Bereich aufstellen. Aber Demonstrationsanlagen gibt es noch wenige. Das Land, das am weitesten vorne ist in Europa, ist Großbritannien. Also sozusagen, die haben damit früher begonnen und die sind schon einen Schritt weiter. Und wenn man sich deren Demonstrationsanlagenprogramm anguckt, sieht man, dass die auch ein sehr breites Portfolio wählen. Also erstmal sagen, lass uns möglichst viele Dinge parallel ausprobieren, um Erfahrungen zu sammeln und global in der Mission Innovation, die Jan Minks schon erwähnt hat, tauschen sich Länder auch auf globaler Ebene über ihre Erfahrungen aus. Herr Minks, vielleicht schiebe ich da noch eine Frage rein, eines Kollegen, der sagte oder fragt, wie stark arbeitet das State of CDR-Team mit anderen CDR-Forschungsprojekten zusammen? Hier sind ja gerade schon auch ein paar wie CDR Terra und CDR Mare gefallen. Und wenn es ein Sachstandsbericht ist, dann würde ich vermuten, dass man das nicht isoliert irgendwo für sich macht. Aber vielleicht können Sie das mal kurz beschreiben. Nee, genau. Also wie man ja dem Report auch entnehmen kann, das können Sie dann sehen. Arbeiten wir mit CDR Terra und CDR Mare zusammen. Wir arbeiten auch mit dem Core-Programm aus Großbritannien zusammen und dem GINI-Projekt der Europäischen Union. Aber natürlich gibt es ja, wir haben ja jetzt noch ein größeres und diverseres AutorInnen-Team. Da spielen natürlich die Forschungsprojekte, in denen diese Forschenden drin sind, natürlich auch direkt eine Rolle. Aber das sind so die Hauptforschungsprojekte, die uns fördern, neben der institutionellen Förderung, die wir ja von Quadrature erhalten. Man muss vielleicht ergänzen, dass Herr Minks und ich sind ja im letzten IPCC-Bericht A6 WG3 involviert gewesen, unter anderem auch im Bereich Carbon Dioxide Removal. Ich bin jetzt im siebten Zyklus, der noch nicht richtig angefangen hat, sozusagen im Vorstand des IPCC. Das heißt, wir gucken da ohnehin in so einer globalen Assessment-Logik drauf. Auch viele andere Autoren, Autorinnen dieses Berichts, das sind jetzt dieses Mal 50 gewesen, haben den IPCC-Hintergrund. Also wir würden jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist sozusagen ein IPCC-like Assessment nur für Carbon Dioxide Removal. Das wäre verwegen, aber mit diesem Mindset gehen wir da trotzdem ran. Es ist vorhin schon mal ganz kurz angeklungen, der Punkt. Daher die Frage des Kollegen, wie sieht es mit der grauen Energie und dem Stromverbrauch aus beim Direct Air Capture, mit dem Beispiel Climeworks in Klammern? Und in welchem Verhältnis steht das aktuell zum entfernten Kohlendioxid? Vielleicht kann ich dazu was sagen. Direct Air Capture benötigt erheblich Energie, um das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, und zwar sowohl Strom als auch Wärme. Die Anlage steht natürlich deswegen in Island, weil da in erheblichen Mengen erneuerbare Energien vorhanden sind. Für Länder wie Deutschland oder andere industrialisierte Länder werden solche Verfahren erst interessant, wenn ausreichend grüner Strom
verfügbar ist. Bei Bioenergie entsteht noch Strom und Wärme, wenn man Bioenergie mit Carbon Capture und Storage verbindet. Allerdings verliert man durch den Aufwand der CO2-Entnahme auch erhebliche Energie, ungefähr ein Drittel. Also das sind so die Größenordnungen. Okay. Eine Frage, die immer wieder aufkommt bei dem Thema, ist: Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass CDR eingesetzt wird, um unvermeidbare Emissionen wettzumachen, so wie das mit DAX in den USA geschieht? Und oft wird gesagt, dass das nicht wirtschaftlich sei. Also Fange das ich vielleicht, Risiko, ja, oder fang an. das Risiko ist real. Das, was ich eben erwähnt habe, dass es nicht wirtschaftlich sei, war natürlich eine gesamtwirtschaftliche Perspektive. Das kann sich auf einer Unternehmensebene dann tatsächlich anders darstellen. In den USA gibt es sozusagen, wird oft ein anderes Direct Air Capture Verfahren geplant, und diese Anlagen von Carbon Engineering oder das Unternehmen wurde sozusagen von einem Mineralölkonzern gekauft, Occidental Petroleum. Also man muss sich dann die Anlagen anschauen und in welcher Weise die betrieben werden. Es ist letztendlich eine regulatorische Aufgabe, und das genau vor der Aufgabe steht ja zum Beispiel Deutschland mit der Carbon Management Strategie, wo es jetzt weniger darum geht, wo wird CDR eingesetzt und wo nicht, sondern wo erlauben wir ganz generell Carbon Capture and Storage, auch bei fossilen Anlagen oder nicht. Aber das wird natürlich absehbar auf verschiedene Arten und Weisen gelöst werden. Und auch da werden wir dann genau hingucken müssen, wo in einzelnen Ländern CDR eingesetzt wird. Aber ohne Carbon Dioxide Removal wird es eben nicht gehen. Und die Zahlen, wenn Sie in nationale Modellierung gucken, in Deutschland sind die Zahlen für die Restemissionen sehr klein. In den USA und in UK sind sie höher. In Netto-Null-Szenarien für Saudi-Arabien sind sie noch höher. Aber das können wir leider nicht von Deutschland aus regulieren. Das wird sich dann weltweit einspielen. Und die Gefahr ist real, dass Carbon Dioxide Removal benutzt wird, um Restemissionen sozusagen zu kompensieren, die man eigentlich auch komplett vermeiden könnte. Aber vielleicht, um da nochmal anzuschließen, also ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal die Frage zu stellen, was sind unvermeidbare Emissionen? Und das hatten wir ja heute schon. Und ich glaube, ich würde da, bin da ein Anhänger von der ökonomischen Sichtweise drauf. Also ich meine, es ist schwer, es ist wirklich schwer zu entscheiden heute, was wir 2015 tatsächlich nicht mehr vermeiden können. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es da ganz gut ist, so etwas den Preis regeln zu lassen. Ich glaube, es gibt ja viele Leute, die glauben, bestimmen zu können, was unvermeidbare Emissionen sind. Ich nehme das ehrlich gesagt nur bedingt ernst. Wir müssen auch dagegen halten, das Risiko, das halte ich für extrem real, dass wir tatsächlich einfach vor dem Risiko stehen, dass wir nicht genügend Mengen an CO2-Entnahmen zur Verfügung zu haben, um unser Netto-Null-Ziel zu erreichen. Das ist für mich momentan, Stand heute, vielleicht ist es in 10 Jahren anders, aber Stand heute ist es, glaube ich, das viel realere Risiko. Und weil wir gerade über das Thema Risiko sprechen, gibt es denn auch sozusagen, ich habe es hier geschrieben, in Anführungsstrichen Nebenwirkungen sozusagen. Man probiert irgendeine CDR-Methode und hat dann, ich finde, beim Thema Bioenergie und CCS, Frau Trehn, liegt das ja irgendwie auf der Hand mit den Konkurrenzsituationen. Aber gibt es beim Thema Gesteinsverwitterung, meinetwegen, fällt es mir ein bisschen schwieriger, mir zu überlegen, welche Nebenwirkungen auftreten könnten. Jetzt nicht in der Frage, welche Emissionen werden vermieden, sondern einfach in der Anwendung der Methode. Gibt es da vielleicht Dinge, von denen Sie denken, es ist gut, wenn wir das auf dem Schirm haben? Ich glaube, es ist, Entschuldigung, Frau Drein. Machen wir ruhig, Herr Gehn, ich ergänze da. Also die Ausbringung von diesem Gesteinsmehl zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Böden, man geht grundsätzlich davon aus, dass es sogar die Bodenqualität verbessert. Allerdings kommt es dann darauf an, und im Ökolandbau wird das mit Basalt auch schon gemacht.
Aber es kommt eben darauf an, welches Gestein man macht. Und es ist auch nicht eben trivial, in Deutschland zu sagen, in der Europäischen Union, wir bringen jetzt mal was auf Felder auf. Also auch da brauchen sie Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und sie haben schon ein Energieproblem, weil sie diese Gesteine, also es ist ein natürlicher Prozess, der dann halt verstärkt werden soll. Dafür müssen sie sozusagen die Oberfläche, vergrößern. Deshalb mahlen sie dieses Gestein. Hat natürlich auch einen Energieaufwand. Und je nachdem, wo es passiert, je nachdem, auf welche Böden es aufgebracht wird, je nachdem, ob dieses Gestein oder Gesteinsmehl transportiert wird über weite Strecken, müssen Sie sozusagen auch dann zumindest über so ein Energy Burden nachdenken. Bei anderen Methoden haben Sie vielleicht Konflikte mit Biodiversität, je nachdem, wie zum Beispiel Biomasse angebaut wird. Genau, Direct Air Capture haben wir schon gesprochen, über erneuerbare Energie, die vielleicht woanders eingesetzt wird. Das muss man mit beachten und muss man planen. Und deshalb brauchen wir in Deutschland, in der EU im Grunde genommen so eine Vorstellung, wie viel soll es denn ungefähr sein in 2045, 2050 auf dem Weg dahin und auf welche Methoden setzen wir. Und das ist die Aufgabe, die sich die Bundesregierung stellt mit der Langfriststrategie Negativemissionen und sich die EU bei der Erfüllung zum Beispiel des 2040-Ziels auch stellen wird. Genau, ich würde das wirklich auch nochmal unterstreichen. Es ist bei eigentlich allen CDR-Verfahren aus meiner Sicht eine Mengenfrage, wie die Nebenwirkungen sind. Ja, ich bleibe mal beim Beispiel Bioenergie. Wir können heute aus Biogas- und Bioethanolanlagen werden schon 2 Millionen Tonnen CO2 abgeschieden. Die könnte man in entweder Nutzung oder Speicherung bringen, das sind die Nebeneffekte gering. Müllverbrennung, biogener Anteil sind ungefähr nochmal 10 Millionen, Altholzkraftwerke vielleicht 15 Millionen. Das ist auch handhabbar und kann, wenn es gut gestaltet wird, eigentlich ins bestehende System gehen. Wenn man aber in großem Stil zum Beispiel jetzt Kraftwerke von Kohle auf Biomasse umrüsten würde oder andere große Anlagen zusätzlich bauen würden, wären die Effekte groß. Und so ähnlich kann man, das ist jetzt einfach so ein bisschen auch die Erfahrung aus vielen technischen Innovationen der letzten Jahrzehnte oder länger, auch bei der Gesteinsverwitterung davon ausgehen, dass eine bestimmte Menge gut realisierbar ist und dass es danach zunehmend zu negativen Nebenwirkungen wird. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass wir uns ein ungefähres Mengenportfolio nicht nur vor dem Hintergrund, was geht technisch, sondern auch, was ist gut umweltverträglich, entwickeln. Jetzt beschäftigt sich der Report ja mit Methoden oder dem Status quo der Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Und dann ist ja immer auch die Frage, was passiert denn danach damit? Und auch wenn der Bericht jetzt sozusagen die CCS- und CCU-Thematik ja nicht betrachtet, kommt die Frage eines Kollegen, und ich finde, die ist sehr naheliegend: Haben wir denn Lagerstätten für CO2, die wir aus BECCS, DAC und anderen Methoden gewinnen? Also haben wir überhaupt die Lagerstätten, wo wir das hinpacken sollen, und wie sehen die aus? Ja, kann ich kurz beantworten. Auch die Frage ist natürlich eine, die damit zusammenhängt, wie sehen die Mengen regional aus? Wie setzen einzelne Länder auf verschiedene Portfolios? Brauchen die wirklich eine geologische Speicherung? Und wenn sie eine geologische Speicherung benötigen, wie BECCS und DAX, gibt es daneben, und das wird es geben, auch geologische Speicherbedarfe für fossiles CO2, zum Beispiel nehmen Sie Zementwerke, also das, was wir im Moment hauptsächlich in Deutschland unter Carbon Management Strategie nachdenken. Und da ist aber die Antwort dieselbe, die Frau Tränen eben gegeben hat. Wir brauchen dann einerseits Mengengerüste, wie man das in der Administration nennt, für Deutschland, für Europa. Und dann müssen natürlich Speicher erschlossen werden. Und auch wenn häufig gesagt wird, ja, die Speicherkapazitäten sind groß genug, muss man interessiert daran sein, mal eine Zahl, eine Abschätzung für 50 bis 100 Jahre zu haben. Sind sie groß genug oder bei welchen Annahmen? Es gibt aber CO2-Entnahmemethoden, auch technologische, die gar keine geologische Speicherung brauchen, also wie beschleunigte Verwitterung von Gestein, wo das gebundene CO2 dann mittelfristig im Ozean landet, also ausgewaschen wird. Bei Biokohle oder Pflanzenkohle bleibt es auch im Boden. Also auch solche Überlegungen muss man dann eben mit einbeziehen, welche Speicherbedarfe habe, welche Kapazitäten und welche Transportbedarfe habe ich. Und das ist abermals nur ein Argument dafür, das sorgfältig zu planen. Und wir können jetzt auch nicht das Ergebnis dieser Planung vorwegnehmen, die im Wesentlichen auch regionale sein werden. Wir verweisen nur darauf,
Wenn man das sich global anschaut mit den Szenarien, die im IPCC ausgewertet werden, dann ist das die Annahme 7 bis 9 Gigatonnen 2050 unter Beachtung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien um 1,5 Grad noch erreichen zu können im 21. Jahrhundert, wenn wir auf dem Weg herausfinden würden, dass 7 bis 9 Gigatonnen nicht realistisch ist, okay, dann müssen wir daraus auch unsere Konsequenzen ziehen. Wir können ja nicht sagen, wir haben Bedenken, was da passiert, also lassen wir es lieber gleich, weil das wäre dann auch die Aussage, dann lassen wir das mit dem 1,5-Grad-Ziel lieber gleich. Aber ja, wir sagen nicht 7 bis 9 Gigatonnen at any cost, egal was passiert, weil man soll das Kind ja hier auch nicht mit dem Bade ausschütten und man hätte jetzt nichts davon, wenn man bei vielen dieser Methoden negative Effekte erreichen würde. Links Vielleicht vielleicht noch noch kurz zu ergänzen, die Nutzung von CO2. Da gibt es große Interessenten. Chemische Industrie möchte eine andere, also ihre Rohstoffbasis umstellen. Da braucht man dann nicht die Speicherung, sondern die Abnahme. Da ist viel unterwegs. Da muss man aber nur deutlich machen, das ist in der Regel keine Entnahme. Ja, sondern die substituieren da fossile Energieträger oder Rohstoffe im Bereich der Chemie. Über Entnahme spricht man nur, wenn es sich um mindestens 100 Jahre handelt. Das heißt, diese Einspeicherung in langlebigen Baustoffen, das wäre dann vielleicht eher eine Entnahme. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das CO2 nicht zweimal verrechnet. Herr Mings, die Frage einer Kollegin an Sie, es klang gerade bei Herrn Gehden schon, so wurde es angeschoben, die Frage. Und zwar lautet die Frage, welche Ideen gibt es und von wem, wie und von wem die Entnahme von CO2 überwacht und zuverlässig quantifiziert werden kann? Naja, also da beschäftigen wir uns ja mit. Also es ist ja auch so, dass also in der Europäischen Union haben wir ja jetzt das Carbon Reporting Certification Framework, das gerade tatsächlich sich damit beschäftigt, wie so etwas vonstatten gehen kann. Im Moment macht das natürlich vor allem findet das natürlich vor allem im privaten Sektor statt. Wo es Zertifizierungsunternehmen gibt, die das eben anbieten. Aber da ist es eben sinnvoll, dass ein Player wie die Europäische Union reinkommt und da eben gewisse Standards setzt. Das ist so das, was jetzt stattfindet. Wir brauchen natürlich in bestimmten Bereichen da auch tatsächlich noch Forschung, um auch bei der Messung überhaupt weiterzukommen. Also Bereiche, wo das immer noch schwierig ist, ist gerade die beschleunigte Verwitterung, über die wir viel gesprochen haben und auch über die Ozeanalkalinisierung. Das sind also Bereiche, da gibt es auch einfach noch große Forschungsbedarf, um so etwas tatsächlich gut machen zu können. Aber grundsätzlich müssen natürlich diese Standards von Staaten, von Gesetzge müssen natürlich gesetzlich geregelt werden. Ergehen. Ja, nur nochmal zum Kontext. In Deutschland sind sehr viele Leute, vor allem beim Umweltbundesamt, damit beschäftigt, das nationale Treibhausgasinventar sozusagen zu bestücken. Das sind über 900 Seiten jedes Jahr, in dem sozusagen alle im Wesentlichen dann Emissionen drin auftauchen, nach bestimmten Methoden, die global vereinbart worden sind. Und was Entnahme angeht, gibt es das zwar für die Forstwirtschaft, aber es gibt es, und BECCS kann man auch sozusagen sich in dieses nationale Inventar schon reinschreiben, aber Direct Air Capture mit CCS nicht, Pflanzenkohle kaum, andere Methoden überhaupt gar nicht. Das heißt, wir brauchen da global verbindliche Regeln, die dann in das System, das es schon gibt, sozusagen integriert werden. Momentan auf dem sogenannten freiwilligen Markt gibt es eben Zertifizierer, die sozusagen einem dann bestätigen, wie viel eine bestimmte Methode gebracht hat. Aber es ist eben nicht so robust wie eine staatliche Regulierung. Aber es gibt ja Unternehmen, die in großen Mengen schon sozusagen Removals kaufen, Microsoft unter anderem. Und die machen das eben auf dem sogenannten freiwilligen Markt. Die sind weder gezwungen, das zu tun. Es gibt keine staatlichen Vorgaben, noch gibt es staatliche Vorgaben bei der Messung,
Was wird da eingerechnet, wenn die sich bestimmte Removals in der Unternehmensbilanz gutschreiben lassen? Frau Tren, hier ist noch kurz eine Nachfrage reingekommen zu einer, zu Ihrem Statement, was Sie gerade gegeben haben zur Frage Weiternutzung von enormem CO2. Der Kollege fragt, warum ist CCU durch die Chemieindustrie nicht mit einer CO2-Entnahme verbunden? Also CO2-Entnahme heißt ja, dass ich CO2 aus der Atmosphäre hole und dauerhaft der Atmosphäre entziehe. Wenn ich CO2 aus der Atmosphäre entnehme und damit also Produkte herstelle, dann ist eben die Frage, wie lange sind diese Produkte sozusagen dauerhaft genutzt? Und die Mehrheit der Produkte der chemischen Industrie sind eben kurzfristige Produkte. Das kurzfristigste Beispiel, ich mache CO2 und Wasserstoff und mache daraus zum Beispiel neue Kraftstoffe, das sind die sogenannten PTX-Kraftstoffe oder E-Fuels, die werden dann als Kraftstoff genutzt und dann wird das CO2 frei. Dann spare ich mir zwar CO2, was ich aus der Atmosphäre, also dann ist es eine Klimaschutz-CO2-Entnahme. Nur wenn ich die Produkte eben langfristig, wenn es sehr langlebige Produkte sind, dann sprechen wir über CO2-Entnahme. Das andere ist auch sinnvoll, nur da gibt es eben häufig Begriffskonfusion. Vielen Dank, Frau Tren. Und vielleicht auch an Sie die Frage der Kollegin, welche CDR-Methoden halten Sie denn auf kurze Sicht in Deutschland für am erfolgversprechendsten? Das dockt bestimmt an Ihre Ausführungen zu Ihrem Assessment aus der vergangenen Woche an. Na, also kurzfristig gibt es einfach ja auch nur eine sehr begrenzte Auswahl an Möglichkeiten, weil wir keine CO2-Infrastruktur haben, keine Demonstratoren und so weiter. Also geht es um die Frage Aufforstung, es geht um die Frage Kohlenstoffanreicherung im Boden und es geht auch um die Frage, inwieweit man im Rahmen von Moorwiedervernässung auch CO2-Entnahme erreichen kann. Das sind die kurzfristigen Maßnahmen an Land. Ich hatte es so ein bisschen angedeutet, wenn man Richtung Bioenergie geht, gibt es ein paar Bereiche, wo man ebenfalls zum Teil eben über Biokohle, aber zum Teil über die Nutzung von Punktquellen CO2 abscheiden könnte. DAX ist wichtig. Erstmal auch um das Portfolio zu erreichen, da würde ich aber davon ausgehen, dass das wirklich erst deutlich längerfristig in Deutschland realisierbar ist. Und Herr Gehn, Sie hatten das in Ihrem Vortrag am Anfang auch schon gezeigt mit den Kurven für die conventional CDRs. Da die Frage, also das Thema Wälder kam das schon mal auf. Eine Kollegin fragt aber nochmal konkret danach. Wenn man sich die Lage der Wälder anschaut, ist es wirklich sinnvoll, sie derzeit noch für CDR einzusetzen angesichts von der Situation der Wälder, Waldbrände, Waldsterben und so weiter? Ich würde die Frage umformulieren, aber grundsätzlich die Tendenz bestätigen. Einzusetzen ist schon sinnvoll, aber einzuplanen ist vielleicht problematisch. Der Expertenrat für Klimafragen hat ja heute Morgen bei seinem Bericht auch darauf hingewiesen, dass die Zahlen der Bundesregierung oder die Projektionen zur Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft wackelig sind. Wir hatten da auch ganz lange eine Nettosenke, also mehr Entnahme als Emissionen in der Forstwirtschaft. Und wir verlieren da sozusagen an Boden. Und ja, die Frage ist, inwieweit können wir uns sozusagen auf diese biologischen Methoden in Zukunft verlassen? Muss man diese Zahlen nicht kritischer sehen? Wir können ja auch nur zeigen, was in den globalen Szenarien im Moment angenommen wird. Da ist dieser Effekt, die brauchen viel Platz und werden irgendwann anfällig bei steigenden Temperaturen oder anfälliger. Sozusagen schon mit eingepreist. Und für Deutschland müssen wir diese Frage auch beantworten. Wir haben ja sozusagen eine Waldsenke im Klimaschutzgesetz mit, sage ich mal, sehr optimistischen Zahlen für 2030, 2040, 2045. Und möglicherweise müssen wir da konservativer rangehen. Und dann wäre aber die Frage, schaffen wir es dann wirklich weniger zu emittieren oder brauchen wir andere Entnahmemethoden? Und die Bundesregierung beantwortet das jetzt erstmal damit, wir brauchen Unterziele für neuartige Entnahmemethoden, weil schon diese LULUCF-Mengen nicht reichen werden, um auf diese 5% CDR zu kommen und vielleicht sind sie auch zu optimistisch. Aber darauf setzen nicht, aber es versuchen natürlich schon, aber immer beachten, die Klimaschutzgesetzzahlen sind Nettozahlen aus Restemissionen und Entnahmen kombiniert.
Nur ganz Da kurz ist noch. vielleicht noch ganz kurz anzumerken, dass auch die 5%, ne, also da gibt es auch verschiedenste Modellrechnungen, die 5% sind auch äußerst optimistisch, dass wir tatsächlich so tief runterkommen. Ne? Das ist also, das ist ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ein zweiter Punkt noch in Bezug auf die Frage, ne, also was kann man kurzfristig machen? Vielleicht der einzige Bereich, in dem eventuell eine Industrie entstehen könnte, also wo wir tatsächlich Dynamik sehen, ist wirklich die Pflanzenkohle. Ne? Da haben wir in Deutschland auch eine Industrie in Europa, die im Moment schnell wächst, aber auf natürlich extrem niedrigem Niveau noch. Aber das ist tatsächlich der Sektor, der jetzt, oder das ist die CO2-Entnahmemethode, für die wir ein dynamisches Wachstum wahrnehmen. Das wirklich unsympathische Tool, das wir hier nutzen in diesen Pressbriefings, ist die Uhr unten rechts. Die zeigt mir, ich muss langsam zum Ende kommen. Und bevor ich zur Schlussrunde komme, möchte ich noch eine Frage dazwischen mogeln. Denn könnten Sie uns vielleicht irgendwelche zuverlässigen Portale verraten, bei denen wir JournalistInnen uns einen Überblick verschaffen können, wenn wir wissen wollen, wie ist denn der Stand der Dinge, zum Beispiel bei der CDR-Wirtschaft? Na, das ist doch mal eine leichte Frage. Wir haben mit diesem Report jetzt ein neues Data Portal, werden wir launchen. Und da geht man natürlich als allererstes hin. Okay, ich vermute, dass das auch in dem Report drinstehen wird. Da können Sie das dann gleich gerne gut nachgucken. Okay, dann würde ich jetzt zur Abschlussrunde kommen und ich würde mich da gerne dem Diktat des Alphabets der Nachnamen unterwerfen und deswegen mit Ihnen anfangen, Herr Geden. Gibt es denn klare Wegmarken, von denen Sie sagen, da müssen wir dann und dann sein bei der Entwicklung und bei der Etablierung von CDR, um genau dieses oder jenes Ziel zu erreichen und an denen wir Journalistinnen uns auch orientieren können und auch bemessen können, jetzt schnell genug oder dauert es zu lange? Ja, also ich glaube, neben der jährlichen Entwicklung der Zahlen, die im Moment auch immer mit Unsicherheit behaftet sind, weil wir da auch unsere Methoden verfeinern, glaube ich, ist der nächste wichtige Schritt, den auch Medienvertreter und Medienvertreterinnen leicht beobachten können, ist die nächste Runde der sogenannten National Determined Contributions, NDCs. Bis 2025 müssen die eingereicht werden für das Jahr 2035. Und es wird spannend zu sehen sein, was wir dann in diesen NDCs für 2035, vor allen Dingen in den Industriestaaten, in den G20-Staaten, an Ansagen, an Pledges für Carbon Dioxide Removal sehen werden und insbesondere für neuartige Methoden. Das wird ein sehr wichtiger Frühindikator dafür sein, was wir in der Zukunft zu erwarten haben, oder eben nicht zu erwarten haben. Herr Mings, fallen Ihnen noch Dinge ein über die NDCs hinaus, auf die wir schauen können? Naja, also wir haben natürlich, wir legen ja selbst immer die neuesten Szenarien vor und auch da, die Modelle verfeinern sich. Die gucken ein bisschen tiefer in die Zukunft und daraus können wir natürlich schon so ein bisschen ableiten, wo wir so ungefähr hin müssen, ne? Also das ist natürlich, das ist jetzt nicht die berühmte Kristallkugel, die uns ein genaues Ergebnis gibt, aber sie sind ein Orientierungspunkt und deswegen haben wir ja auch angefangen, in diesem Bericht das sogenannte die CO2-Entnahmelücke, also CDR Gap, zu quantifizieren, weil es schon Sinn macht zu gucken, naja, sind wir eigentlich auf einem guten Weg oder nicht? Und vor dem Hintergrund dessen, dass wir tatsächlich gerade bei den neuartigen Verfahren, wie Frau Trehn ja richtig gesagt haben, noch ganz am Anfang stehen, also ne, wie vor 30 Jahren bei den Erneuerbaren, ist der Weg wirklich hart und das wird bis heute noch unterschätzt, was wir da vor uns haben, um das dann tatsächlich auch zu packen. Und Frau Trehn, mich würde auch interessieren, was Sie denken, was sozusagen so Wegmarken sind, auf die wir schauen sollten, auch weil wir Schwierigkeiten haben, als Journalistinnen in diese Modelle so reinzugucken. Politisch steht ja als Wegmarke jetzt die Konkretisierung der Langfriststrategie negative Emissionen an. Da man ja sehen auch, letztendlich welches Mengengerüst zugrunde gelegt wird. Das halte ich jetzt national für sehr entscheidend. Das ist angekündigt für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, soll auch durchaus mit einem Stakeholder-Prozess begleitet werden. Sprich, ich gehe davon aus, dass die Informationen auch durchaus geteilt werden. Ja, vielen Dank. Dann muss ich jetzt zum Ende kommen. Nochmal zur Abmoderation möchte ich nochmal auf das Embargo hinweisen. Die Sperrfrist läuft bis morgen 18:30 Uhr, 4. Juni 2024, 18:30 Uhr.
eben anders als in unserer Mail angegeben. Wir werden etwa eine halbe Stunde nach Ende dieses Pressbriefings Ihnen, da Sie sich angemeldet haben für dieses Pressbriefing, sowohl den Videomitschnitt dieses Pressbriefings schicken, als auch den Bericht selbst, ein kurzes Factsheet da zusammen, eine Zusammenfassung der Autorinnen und auch den Vortrag von Herrn Geben. Wie sonst auch immer finden Sie das Video und das Transkript nach Ablauf der Sperrfrist auf unserer Homepage. Sollten Sie vorher schon ein noch unbearbeitetes Transkript haben wollen, also nur das maschinell erstellte, in dem manchmal wirklich lustige Formulierungen noch drin sind, dann schreiben Sie uns an redaktion@sciencemediacenter.de und ebenso auch schreiben Sie uns, wenn Sie einen Audiomitschnitt wollen. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Zeit, für Ihr Interesse, für Ihre spannenden Fragen. Frau Tränen, Herr Geden, Herr Minks, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns Ihre Expertise zu teilen. Und ja, ich bin sehr auf die Medienberichterstattung und auch auf den Bericht gespannt. Vielen Dank und einen schönen Tag noch für Sie alle. Tschüss.